Ob alt, jung, sportlich oder rockig, die Prominenten heute haben alle so ein richtig schönes Wochenende erlebt. Und das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Das ist das erste Glanz und Gloria der Woche. Schön, schauen Sie zu. So viele Prominente zieht selten gleichzeitig in Europa-Park, wie beim Radio Regenbogen Award, der am Wochenende vergeben worden ist. Der deutsche Radiosender ehrt damit sie knapp 20 Jahre Musik- und Medienschaffende, die etwas Spezielles geleistet haben. Von jung bis alt. Oder vielleicht müsste ich eher sagen, von jung bis gebrechlich. Auf weniger Begeisterung ist letztes Jahr Miss Schweiz-Wahl gestossen. Darum gibt es jetzt ein paar radikale Änderungen. Eine bessere Zukunft steht dem Köbi Kuhn bevor. Bei ihm läuft der Böller gerade so richtig rund und vielleicht sogar bald direkt ins Goal. Das Wort Hochzeit ist gefallen. Was der beliebte Ex-Nazi-Trainer an seiner Auserwählten besonders liebt, verratet er auf unserer Webseite. Also, als ich heute Mittag aus dem Fenster geschaut habe, hat es noch geschneit. Für alle Skirennfahrer kommt das ein bisschen weiss, allerdings zu spät. Die Saison ist vorbei. Auch für die Wendy Holdener. Zeit also, um endlich wieder in Ruhe die Heiz zu entspannen. Also natürlich erst nachdem sie in ihrer Wohngemeinde freudig empfangen worden ist. Das klingt doch schon mal sehr gut. Einmal besser als der Zahnarzt. Für ein Schweizer Konzert hat der deutsche Rockmusiker Peter Maffay ein Lied neu aufgenommen, und zwar mit Schweizer Verstärkung vom Göllen. Am Samstagabend in der Sendung Happy Day haben die beiden den Song zum ersten Mal zusammen vor Publikum gesungen. Und das war damit auch gerade ein Happy Day für den Göllen. Wow. So weit laufen müssen Sie nicht mehr. Sie müssen nicht einmal an die Fernbedienung. Nach uns kommt jetzt gerade Schweiz aktuell und wir sehen uns morgen wieder. Dann nehmen wir Sie mit an einen Zauberkongress. Ich hoffe, bis dann.